Ah, so. Papa das Wohnmobil geparkt wie ein Chef. Noch ganz kurz hier die Parkuhr. Oh. Aua. Tut mir leid. So, wir sind endlich im Urlaub, um eure verrückte Tante zu besuchen. Ist das nicht schön hier? Papa, das sieht nicht aus. Stein, hör. Ach, Stein, du darfst das. Das passt schon. Kommt mal mit, Kinder. Die Papa, Tante. Wo ist der Strand? Lukas, hör auf, blöde Fragen zu stellen. Sei froh, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe. Stein, deine Villa kriegst du noch. Du bist ja mein Lieblingssohn, ne? Okay, komm. So, Stein, du musst nicht laufen. Komm in den Einkaufswagen rein. Ich schieb dich, komm. Ah, cool. Lukas, raus da. Hey. Komm, Stein, komm hier rein. Papa hat gestern ein bisschen viel getrunken. Ja, dann schieb den Papa, komm Stein. Ja. Du weißt ja, wo die Tante wohnt, ne? So, und wir sind schon da. Sehr schön. So. Hallo. Hallo. Kinder. Na? Schön, dass du da bist. Ja. Ja, super. Du bist aber hübsch geworden. Oh, danke. Lukas, die meint nicht dich. Die meint deinen Bruder. Papa, ganz kurz. Was denn? Ach so, ist das dein Nachbar? Ist das dein... genauso scheiße wie deine Mutter. Ist das dein Nachbar? Hallo. Ignorier sie gar nicht. Ja, ja. Okay, sollen wir kurz hochgehen? Kinder, kommt bitte kurz hoch. Wir machen... Hallo, hören Sie auf. Lassen Sie meine Kinder nur... Also. Ja, gut, wie auch immer. Wo ist dein Apartment nochmal? Hier, bitte einmal hinein durch die Tür öffnen. Ist es nicht noch eine höher? Ich dachte, war es nicht. Gut. Mir gehören beide Stockwerke. Okay, dann gehen wir einfach hier rein. Lukas, du schläfst auf dem Sofa. Boah, cool, auch mit dem Fernseher. Und ich schlaf hier vorne im Bett. Oh, Alter, du schläfst im Bett, die Kinder schlafen wie auf der Couch, würde ich sagen. Und wo schläfst du? Ich schlaf in der Wanne. Alles klar, okay, gut. Kinder, dann legt mal eure Sachen alles ab. Habt ihr soweit das Bett bezogen? Ja. Oh, jetzt ist leider Lukas Bett weg. Wo soll ich denn schlafen? Ah, Lukas, guck mal, hier ist doch ein schöner Sessel. Ah, dann schlafen wir auf dem Sessel. Ups. Und den habe ich leider auch kaputt gemacht. Ich glaube, wir gehen später gemeinsam sowas essen. Das passt schon. Lukas, hör auf, deine Wunden zu lecken. Hör auf! Also, du mein hast Gott! Kinder aber gar nicht im Griff. Ja, der Lukas ist schon immer ein Problemkind gewesen, ne? Lukas! Ich hab die Gitarre gefunden! Lass die Gitarre in Ruhe, okay? Kommt mal mit, Kinder, wir gehen zum Basketballplatz ein bisschen spielen. Kommt, darauf habe ich jetzt Lust. Ja, was? Wir spielen Basketball. Lukas! Papa, benutz deine Beine! So. Warte mal. Ja, hier sind schon welche, wir können hier nicht spielen. Lukas, jetzt komm, also wirklich. Ja, guten Tag. Hallo. Hey. Hey, hallo, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist? Stein, ganz ruhig. Hallo, ich klär das. Komm mal her. Komm, wir spielen ein bisschen. Wir spielen einfach ein bisschen. Zeig mal, wie viel Siege du hast. Zeig mal, wie gut du einlaufen. Ich hab doch keine Siege. Wie? Hä? Guck dir mal das Opfer an, Alter. Das hat nicht mal Siege. Ich brauch keine Siege. Lukas, hast du da vorne auch Spaß mit deinen neuen Freunden? Oder ich würde sagen, verpiss dich. Ich bin so integriert. Oh, das macht so Spaß, hier zu spielen, Alter. Ups, Ich hab einen Korb geworfen, Lukas. Guck mal. Lukas, ich spiel gerade. Hör mal auf jetzt. Wir spielen hier nur ganz freundlich. Komm mal wieder mit. Komm mal wieder mit. Geh mal mit, deinen Freunden jetzt mit, Lukas. Komm, das passt schon, ne? Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Aufhören. Runter. Runter vom Platz. Das ist doch nur der nette Nachbar. Der macht doch gar nichts. Oh, Der fragt ab und zu. Was denn hier passiert? Ihr Rübel. Halt den Mund. Ihr Sohn ist einfach ein Opfer. Da habt ihr vollkommen recht. Da habt ihr, das ist für euch. Danke, dass ihr lieber ein paar aufs Maul gehauen habt. Bitte schön. Schönen Tag euch noch, ne? Oh, korrekt, oder? Kommt. Was Schönes kaufen. Kommt. Ja. Komm. So ein Opfer. Kommt, wir stellen uns alle mal um Lukas rum und machen den Loser-Tanz. So ein Loser, Alter. Ja, komm, hilf deinem blöden Bruder mal aufsteigen. Dann spielen wir jetzt eine Partie. Ist doch schön, Lukas, dass du mit deinen Freunden. Wie die Mutter. Lukas. Die Mutter aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Komm, könnten Sie vielleicht ganz kurz aufhören, uns hinterher zu laufen? Wir möchten nur ein bisschen... Weg mit Ihnen. So, kommt. Lukas? Ja. Wir machen eine kleine Challenge, okay? Mir tut jetzt alles weh. Das ist mir total egal, Lukas. Ich möchte dich zu sportlichen Höchstleistungen hochtreiben. Lukas, wenn du von hier den Korb triffst, kriegst du einen ins Gesicht. Keinen ins Gesicht. Von los. Hier? Ja, von hier. Papa, ich kann es mal probieren. Und ja! Hey, ich hab nicht getroffen. Ja, richtig, hab doch gesagt. Wenn du nicht triffst, kriegst du einen ins Gesicht. Lukas, und nimm das Brecheisen weg. Und sportlich ist er auch. Und ziemlich fett ist er auch geworden, ne? Ist ja ganz schön fett geworden. Hör auf, Lukas, ist auf einem Basketballplatz. Lässt es jetzt gut sein, also wirklich. Kinder, habt ihr nicht auch vom ganzen Sport Hunger bekommen, mein Lieblingssohn hier, oder? Ja, lass uns essen gehen.
Stein, hast du... Stein! Was macht der Nachbar die ganze Zeit hier? Kannst du mal weggehen? Können Sie vielleicht... Hallo! 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 Pullermann! Hör auf jetzt! Hau ab! Weg jetzt hier! Stein, hast du Hunger? Der tut doch nichts. Okay, dann komm, dann gehen wir hier vorne zum Taco-Laden und holen was Leckeres zu essen. Der tut nichts. Dann müssen wir gleich wieder los, das Gewitter zieht wieder auf. Da können wir hier vorne in die neue Fußballhalle, ne? Ja, das ist ein sehr schöner Ort. Das ist ein sehr schöner Ort. So. Wo ist denn der Mitarbeiter? Hallo? Hallo? Das Spiel ist gecrashed. Du warum sagst du das nicht vorher? So, dann holen wir das Leckeres zu essen. Hier arbeiten sie. Guck mal, hier sind genau drei Stühle. Das passt ja perfekt. Ich hätte gern einmal den Slurm. Lukas, ich hätte gern einmal einen Royal McBum und dazu vielleicht noch einen riesigen Happy Meal für meinen Sohn. Und, auf Boden! Ey! Oh mein Gott! Ey! Auf den Boden, auf den Boden! Lukas, bleib stehen! Die haben gesagt, auf den Boden! Auf den Boden, auf den Boden! Oh! Ich liege! Ey! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Okay, hier die Herren, hier ein bisschen Geld, bitteschön. Ne? Dankeschön, Sir. Hey, Stein, beruhig dich, hör auf. Stein, die haben Waffen. Die haben Waffen, wirklich, Stein. Was will der kleine Fresser von uns? Was willst du? Der ist ja komplett wild. Das ist mein Sohn, der ist... Haben wir schon gemerkt, dass er ein Problem hat. Ey, das ist doch nicht... Ey, Lukas, hör auf! Lukas, lass den Mann in Ruhe! Lukas, den Mann... Lukas? Papa, die wollten uns überfallen. Ah, Gottes Willen, ich hasse... Ich meine, ich liebe dich, Lukas. Wie meinen eigenen Sohn liebe ich dich. Gut, Stein, steigst du bitte ein? Ich muss ganz dringend aufs Klo. Kommt, los. Kommt. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne zur Fußballhalle. Wunderschön. Aber warum kommt der Ladenbesitzer oder Stein, bitte. Auch mit? Was? Lukas, der Mann scheint wirklich nett zu sein. Hörst du auf mit deinen Vorurteilen? Mein Gott, mein Gott. Er muss uns noch sein Kindermenü geben. So. Genau, Tante Gertrude. Oder Elfriede oder wie auch immer du heißt. Du bist die Schwester meiner Mutter. Ich habe keine Ahnung, ob wir aber verwandt sind. Ich glaube, du bist die Schwester meiner... Dann bist du meine... Ist ja auch egal. Immer wieder schön, dich zu sehen. Hast du dir wehgetan, Stein? Alles gut? Ja. Alles gut? Brauchst du Verbände oder sowas? Boah, Papa säuft sich erstmal schön eine rein. So, dann spielen wir jetzt eine Runde Fußball, oder? Lukas, du darfst zugucken. Ich würde sagen, wir bilden zwei Teams. Ich und mein Lieblingssohn gegen die verrückte Tante und den Nachbarn. Lukas, du guckst du. Ich kann doch mitspielen. Lukas, auch. Du kannst nicht mitspielen auch. Ich kann doch aber mitspielen. Lukas, stell dich hier ans Tor und spiel nicht mit. Was machst du da, Papa? Häng fest, halt den Mund. Okay. Hey, Nachbar! Nachbar, aufhören! Nachbar! Der tut nichts. So, Lukas, du musst gucken, wer der beste Spieler ist, okay? Okay. Anstoß und... Ja, Stein! 1-0! Okay, Stein. Stein. Papa, das war aber unfair. Das ist unfair. Geh rüber ins Tor. Du bist auf der falschen Seite gestörte Tante. Los, Stein, mach ihn fertig, Stein. Mach ihn fertig, Stein. Los, hol ihn dir. Okay, geh. Oh, Stein, hast du den Nachbar gerade umgebracht? Da muss halt Lukas mitspielen. Komm, Lukas, mein Gott. Sind wir in einem Team? Lukas, du bist im Tor, aber nicht bei mir. Komm, Stein, wir beide gegen die verrückte Tante. Komm, und den anderen blöden Wichser, den ich nicht abkann. Okay, wen meinst du? Ich meine dich. Kinder. Los, Stein. Ja! 2-0. Komm, Stein, und der nächste Anstoß. Weiter geht's, los. Ronaldinho, Lukas. Ich hab Lukas abgewehrt, Stein. Weiter geht's, komm. Weiter geht's. Ja, ja, mach ihn rein, Stein. Los, hol ihn dir. Ja. Noch ein Tor. Lukas, willst du nicht mitspielen oder tust du nur so? Okay, komm, das 5-0 ist noch drin. Ist doch kein Foul. Ach, da ist noch ein bisschen Gretschen hier. Das tut dem Jungen mal gut, damit er mal lernt, was das heißt, richtig zu leben. Oh. So, Papa trinkt einen Schnaps. Lukas, was hast du gerade gesagt? Nichts, Papa. Ich weiß, dass du gerne trinkst. Ich muss kotzen. Ich hab meinen Sohn angekotzt. Alter, ich bin ganz schön verwirrt. Und los geht's. Ja, komm, Lukas, wir spielen nicht mehr. Komm. Pass auf, Tante, du hier, verrückte Tante, komm mal mit mir. Komm, wir gehen mal kurz auf Klo. Ist ja auch egal, ob wir verwandt sind, oder? Das wollte ich gerade klären. Gut, pass auf. Achtung, Lukas, spielst du ein bisschen mit deinem Bruder, ne? Ja. So, und auf geht's, Tante. Oh, Lukas! Was du hast hier nichts zu suchen! Lass sie doch zugucken, dann können sie lernen.
Und ich fange an zu heulen, weil ich Lukas als Kind hab. Ich glaube, dein Sohn ist gerade. Ruhe! Geh durch die Tür! Lukas, euer. Ja, ich kann nicht durch. Mann! Stein ist im Weg! Papa, ich kann nicht durch. Stein, geht's dir gut? Papa, komm, Stein hat wieder einen Anfall. Tante? Stein, alles in Ordnung. Stein, was war zu viel? Fertig. So läuft das. Gehen wir mal ganz kurz hier. Papa, ich glaube, Stein war noch zu klein, um das zu gucken, was ihr gemacht habt. Pipi machen. So. Warum Pipi? Hä? So, komm, Kinder, dann einmal raus hier. War doch ein schönes Abenteuer, was wir hier wieder erlebt haben. Mensch, die Besuche. Lukas, wie soll ich sagen? Unser Zuhause ist vom Hurricane zerstört worden. Aber wir wohnen jetzt hier vorne in der Tankstelle. Das hört sich gut an. Hier ist Platz für 1, 2, 3 Leute. Perfekt. Da kommt mal rein hier. Wer zuletzt drin ist, schafft's nicht. Zu spät, sorry. Was? Guck mal, ich bin vorletzter. Papa. Tja, ich blockiere die Tür. Was macht ihr jetzt? Ne? Kommt nicht mehr raus. Oh, jetzt das ist es. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich würde sagen, wir tanzen alle zusammen. 1, 2, 3. Der Papa ist der Beste. Der Papa ist der Beste. Der Papa ist der Beste. Und das war's von Who's Your Daddy an der Stelle. Tschüss.